Hallo, ich begrüße Sie zu diesem Video. Es ist das Video 3 einer Reihe, mit dem wir Partner suchen wollen. Dieses dritte Video beschäftigt sich mit der Medienkompetenz, ein bisschen mit Theorie, aber vielmehr noch mit dem, was nötig ist, damit man das dann auch praktisch umsetzen kann. Fangen wir an. Die Reihe der Videos ist so, dass im zweiten Video, da geht es um die Partizipation und das, was wir hier gerade vor uns haben, Medienkompetenz fördern. Da sehen Sie auch schon hier unten, da ist so ein Ausblick auf mein YouTube-Portfolio. Und da möchte ich in diesem Abschnitt folgende Themen besprechen: Die kritische Reflexion der Medienlandschaft und des eigenen Handels, die gehört natürlich dazu. Aber das, was dann da zu sagen ist, das sagen andere viel besser. Deshalb werde ich natürlich im Präsenzunterricht darauf eingehen. Ansonsten verweise ich hier auf die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen in der Wikipedia. Da gibt es das Thema Medienkritik und Medienkompetenz. Das ist erstmal auch nur kurz und knapp, aber am Ende dieser Beiträge, da finden Sie ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Da kann man auch noch klassische Bücher aufschlagen, um sich dann über Medienkompetenz und Medienkritik schlau zu machen. Das, was jetzt hier Gegenstand sein soll, das sind natürlich die Fertigkeiten. Was sollte man beherrschen oder wo sollte man sich einarbeiten, wenn man hier im Internet aktiv werden will? Fangen wir an mit dieser Folie Fertigkeiten beschrieben. Da geht es darum, dass die Geräte, mit denen man da aktiv ist, die sollte man natürlich schon kennen. Wenn ich hier Ihnen mit diesem Video erklären soll, wie der Computer funktioniert, wofür das Betriebssystem gut ist und was der Unterschied zwischen dem Apple-Betriebssystem und dem Android-Betriebssystem ist, das würde hier viel zu viel Zeit kosten. Das können Sie viel besser machen, wenn Sie einfach mal wenn Sie in eine der typischen Suchmaschinen wechseln und geben dort die Begriffe ein. Das, was ich hier erklären möchte, das sind die Programme, die geeignet sind, damit man das im Internet natürlich auch hinterlassen kann, was man da hinterlassen möchte. Da sind hier, und da will ich auch nicht ganz tief drauf eingehen, die Programme in meiner Taskleiste. Word setze ich ein, um zu schreiben. Sie werden das vielleicht auch einsetzen oder ein entsprechendes Office-Programm, was als kostenlose Version im Internet verfügbar ist. Es gibt natürlich auch für Listen sehr gut die Möglichkeit, mit Excel oder entsprechenden freien Programmen zu arbeiten. PowerPoint, sehen Sie, spielt auch eine Rolle. Will ich nicht drauf eingehen. Ich denke, damit können Sie umgehen. Die Browser sind extrem wichtig. Da habe ich hier auch schon gleich zwei hier. Einmal Google Chrome und Internet Explorer. Es gibt noch ein paar andere. Die habe ich aber jetzt hier nicht drin. Man muss, wenn man etwas veröffentlicht, immer schauen, wie kommt das bei den verschiedenen Browsern rüber. Und das ist auch der Grund, warum man mindestens zwei oder drei Browser haben sollte. Das Programm, was Sie hier gerade, wo Sie das Ergebnis sehen, das ist ein ganz wichtiges für mich. Camtasia oder Camtasia, je nachdem, wie man es sprechen möchte. Das ist hier dieses C. Und da will ich doch mal drauf eingehen. Ich habe hier Camtasia, den Bildschirm, wie er aussieht, wenn ich noch gar nichts begonnen habe. Da kann man hier den Bildschirm aufnehmen. Ich will aber hier mal ganz kurz zeigen, wie das denn aussieht. Diese Software, ob das jetzt Camtasia ist oder eine andere, die ist dazu sehr gut geeignet, die verschiedenen Videos, ob die jetzt auf dem Bildschirm aufgenommen sind oder mit dem Camcorder oder mit dem Smartphone. Die kann man hier mit Bildern und Texten zusammensetzen. Das geht dann hier. Ich will hier kurz zeigen, wo man da drauf achten sollte. Wenn Sie ein Programm wie Camtasia einsetzen, und das mache ich ja nicht nur so, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, ich habe mich sehr genau damit beschäftigt, was bietet das für einen Komfort? Und da gehört eben auch dazu bei so einer Software, dass man hier Tutorials vorfindet. Sie können diese Software im Übrigen auch 30 Tage kostenlos testen, ohne ein Risiko einzugehen. Googeln Sie einfach mal danach oder suchen Sie und installieren sich so eine 30-Tage-Version. Und dann können Sie also dieses hier alles durchgehen. Und wenn Sie dann genauso wie ich
feststellen werden, das ist für Sie was, dann kaufen Sie sich das für entsprechendes Geld als Bildungseinrichtung, das ist ein bisschen billiger. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Medien zu importieren oder kann vorhandene Projekte bearbeiten, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Sie sehen hier unten die verschiedenen Spuren, die es mir ermöglichen, dass ich das, was ich hier gerade aufnehme, dann später noch mit Bildern, wo man mich dann auch sieht, oder kleinen Einblendungen, die ich hier als Foto vorliegen habe, zusammenfasse. Und das ist also eine ganz interessante Sache. Wer also sowas lernen will, der sollte, wenn er mit mir Kontakt aufnimmt und will sich da schlau machen, schon ein bisschen Zeit für einkalkulieren bei einer Präsenzschulung. Das meiste kann man sich, wie gesagt, gut auch online aneignen. Aber wer effektiv sein will, der ist vielleicht mal nicht schlecht beraten, wenn er da auch mal einen Profi für ein paar Stunden direkt zu Rate zieht im Face-to-Face-Unterricht. So, das soll hierzu reichen. Gehe da mal wieder zurück zu meiner Präsentation. Ja, die andere Software hier, die erklärt sich selbst. Outlook ist hier sehr wichtig als Mailprogramm, weil häufig wird man auf seinem Pass, auf seinen Internetplattformen Kontakte haben und da ist es immer noch ganz gut, wenn man da ein gutes E-Mail-Programm hat. So, gehen wir weiter. Aber gerade die Software erläutert. Wichtig ist natürlich auch, dass man in der Lage ist, die Materialien im World Wide Web zu suchen, die man braucht. Wenn man das nicht könnte, dann muss man ja immer wieder das Rad neu erfinden. Also man wird feststellen, das meiste, was man für guten Unterricht braucht, das gibt es schon und das kann man sich anschauen. Vielleicht reicht es dann, das zu verlinken. Oder man bekommt eine Idee, wie man das noch besser macht. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dieses hier im Unterrichtsteil anzusprechen. Das will ich vielleicht auch mal tun. Material suchen. Ich habe hier, fangen wir einfach mal an, wo Sie auch anfangen. Gehen wir mal hier ganz simpel Google ein. Oh, Sie sehen, wenn Sie damit arbeiten, dann ist hier im Hintergrund immer so ein ja, bei mir ein Antivirenprogramm aktiv und der hat also auch schon was dagegen, also dieses Programm Avast. Wenn Google hier mich ausforschen will, das nehme ich mal einfach so hin. So, jetzt habe ich hier Google und da ist das, was Sie wahrscheinlich als Startbildschirm zumeist haben, habe ich hier auch oft auf den Endgeräten so vorgefunden. Und wenn man da was eingibt, zum Beispiel Open Educational Resources, das will ich einfach mal tun. Dann habe ich hier ganz schnell eine riesige Liste, 155 Millionen Ergebnisse, aber nur fünf oder sechs stehen auf der ersten Seite. Das sind in der Regel auch diejenigen, die für mich am relevantesten sind. Jetzt interessieren mich aber nicht die allgemeinen Dinge, sondern mich interessieren nur die Neuigkeiten. Und da habe ich hier die Dinge, die kürzlich veröffentlicht wurden, da ist auch die Bundesregierung bei und Online-Universität. Also Sie sehen, das sind also schon hochrelevante Dinge. Wenn ich jetzt nur die Bilder haben möchte, die es da schon gibt, die ja auch in der Regel offen sind, von der UNESCO oder wem auch immer, geht man darauf. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn man jetzt nicht über Wenn man jetzt nicht die ganze Liste haben will, sondern nur die neuesten, dann sehen Sie hier, wenn ich auf Suchoptionen gehe, kann ich das genau einrichten, welchen Zeitraum ich haben möchte oder was auch immer. Ja, hier den Zeitraum kann man also festlegen mit Tools, die ganz einfach zu bedienen sind. Ich will jetzt nicht in die Details eingehen, aber das gehört natürlich auch dazu für diejenigen, die noch nicht so lange sich damit beschäftigt haben. Wenn man einfach nur einen Begriff eingibt in der klassischen Suchmaschine, bekommt man unendlich viele Dinge. Das heißt, unendlich sind Millionen unter Umständen. Und da ist es natürlich sehr unschön durchzugehen. Aber wenn man hier ein paar Kriterien eingibt bei den Suchoptionen, dieses, was angeboten wird, auch nutzt und weiß, was sich dahinter verbirgt, dann kommt man also schneller zum Ziel. So, das reicht jetzt erstmal zu dieser Option.
Materialien im World Wide Web suchen. Wenn man sie dann gefunden hat, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man die auch richtig verknüpft. Da habe ich hier einen Hyperlink angegeben. Den kopiere ich jetzt einfach mal und setze den ein. Das reicht also auch schon, wenn Sie studilektor.de eingeben. So, ich gehe wieder dahin, wo ich eben schon mal war, nämlich beim Browser. Und da kopiere ich das ein, da kopiere ich das hin. So, da habe ich das jetzt hinkopiert. Und da sieht man, hier steht Deutschlands führendes Wissenschaftslektorat. Das heißt, die verkaufen auch Dienstleistungen. Aber sie liefern auch eine ganze Menge gute Informationen, wie man mit Internetquellen umzugehen hat. Und wenn man Zitate und Internetveröffentlichungen eingibt, dann wird man diese Quelle auch sehr schnell finden. So, das sei empfohlen. Wer sich da ein bisschen schlau machen will, der findet hier eine ganze Menge. Ich gehe jetzt wieder zur Präsentation. Jetzt geht es weniger um die Theorie. Also dieses ist, das kann man sich also auch schon aneignen, ohne dass man jetzt mit Programm tiefgehend umgehen kann. Man kann das einfach bei Suchmaschinen ausfindig machen. Jetzt kommt es auf die Fertigkeiten an, zum Teil auf die technischen Fertigkeiten. Ich gehe davon aus, dass Sie sowieso schon einen Computer haben, wissen, wie der eingeschaltet wird, wie er benutzt wird. Sie kennen das Betriebssystem, Sie kennen Grundfunktionen vom Browser. Und Sie können also auch mit dem Smartphone umgehen, beispielsweise, um da vielleicht zu surfen. Aber die Smartphones sind ja heute Multifunktionsgeräte. Hosentaschenpotenzial hat kürzlich die Geschäftsführerin der D21-Initiative gesagt. Dieses Hosentaschenpotenzial ist natürlich geeignet, auch um Videos aufzunehmen. Und dazu sollte man die natürlich auch benutzen können. Also die meisten tun das ja nur, um irgendwelche Informationen abzurufen. Aber da steckt viel mehr drin in diesen Smartphones, die man heute hat. Kamera und Video, das ist eine ganz wichtige Sache. Und damit kann man natürlich dann auch sehr einfach und schnell Fotos und Videos machen, wenn man beachtet, was da erlaubt und was nicht erlaubt ist. Zum Beispiel öffentliche Gebäude darf man natürlich immer aufnehmen von öffentlichen Plätzen aus. Aber Personen, die also als Porträt da abgebildet werden, die muss man fragen. Also diese Dinge, die kommen weiter vorn schon bei der Theorie, bei der Medienkritik also auch schon vor. Das Bedienen kann man am besten lernen, wenn man sich die Hinweise anschaut, die man bekommt, wenn man die Geräte erwirbt. So, hier geht es jetzt darum, dass man die Portfolios mit solchen Aufnahmen füllt oder mit Texten, die man geschrieben hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von Softwarepaketen, die dafür geeignet sind. Ich habe hier als erstes, da habe ich hier Mahara genannt. Mahara ist ein E-Portfolio, ein der bekanntesten, wird meistens im Doppelpack mit Moodle eingesetzt. Was soll das? Was ist ein Portfolio? Viele, wenn sie noch Eltern sind, die vor kurzem Kindergartenkinder oder Schulkinder hatten, Portfolio gibt es im Kindergarten. Da werden die Werkstücke reingelegt, die die Kinder anfertigen, Zeichnungen oder kleine Handarbeiten, Reis, was sie ausgerissen haben so und vielleicht als Collage angefertigt haben. Das ist in deren Portfolio und so ähnlich kann man das natürlich auch als Schüler einsetzen. Das, was man da an Blättern ausgefüllt hat und was also nicht auf Papier ist, was man dann in der Mappe abheften kann, das legt man in dem elektronischen Portfolio ab und da bietet Mahara zum Beispiel eine Möglichkeit, das dort abzulegen. Und wenn man das abgelegt hat, dann kann man das also auch entsprechend zugänglich machen, der Gruppe, der man das zugänglich machen möchte. Ich will das einfach mal zeigen, damit das jetzt ja keine theoretische Betrachtung wird. Ich gehe mal wieder dahin und da habe ich hier Mahara, habe ich also hier auch installiert. Im Augenblick ist ja englische Sprache, schalte ich mal um. Das ist also jetzt das Mahara, was ich also hier zu Testzwecken für mein Unternehmen aufgebaut oder angelegt habe. Ich habe das jetzt
auf Deutsch umgestellt. Statt Create, Share steht jetzt Erstellen und Teilen. Und ich bin noch nicht angemeldet, aber hier ist dann schon mein Anmeldename eingetragen. Den Komfort, den habe ich. Jetzt bin ich als Konrad Rennert auf Mahara und kann ihn versuchen, in ein paar Sätzen zu erklären, was ist dann da so Interessantes dran. Ich kann hier sowas erstellen, das geht also sehr schnell, wenn ich hier auf Erstellen klicke und kann da also mit verschiedenen Profilen und im Dashboard kann ich da sowas anlegen. Ich will das aber jetzt nicht erklären. Das Teilen ist viel interessanter, weil wenn man da auf Teilen geht, und das ist also das, was hier solche Portfolio-Software so interessant macht, dann kann ich genau festlegen, wem ich den Zugriff erlaube. Sie sehen, ich habe hier nur zum Test zwei Einträge drin. Einmal meine Profilansicht. Habe ich gerade draufgeklickt, da kann man sehen, was ich den Leuten, denen ich da zugänglich mache, über mich mitteilen möchte. Sowas Ähnliches kennt man ja auch von Facebook oder anderen Social Media. So, das ist also meine Profilansicht. Mit einem Klick auf das Logo komme ich da zurück. Und dann habe ich hier auch eine Anleitung zu Mahara. Und da ist ein Video drin, das habe ich also jetzt im Internet gefunden. Das anzulegen ist also eine ganz einfache Sache. So, jetzt will ich aber wie kann ich das jetzt mitteilen, wenn ich jetzt was zusammengestellt habe? Ich habe selbst was geschrieben, ich habe von anderen Autoren hier was verlinkt und das kann man hier optimal mitmachen. Dann will ich es teilen. Ich habe die Möglichkeit, in Mahara die Freigaben optimal zu regeln. Das geht auch ganz einfach. Ich gehe hier mal auf die Schaltfläche zum Teilen. Wenn ich hier eine Freigabe nicht mehr haben will, dann kann ich die einfach entfernen. Ich gehe hier auf den Schlüssel und gehe auf den Papierkorb. Damit ist nicht die Ressource entfernt, sondern nur die Berechtigung, diese anzuschauen. Jetzt gehen wir da wieder hin. Ja, ich möchte das noch speichern. Das habe ich vergessen. Das muss ich speichern. Da wäre es gut. Bildschirm wäre ein bisschen größer. So, hier sieht man, Anleitung ist da, aber es darf keiner zugreifen. Es gibt keine Zugriffsliste. Das will ich jetzt ändern. Ich gehe hier rauf. Da kann ich mir anschauen, welches Material das ist. Sie sehen, das ist also hier weg, sind nur Texte und das ist ein kleines Video. Und dem möchte ich also jetzt Berechtigungen hinzufügen. Dafür gibt es die Schaltfläche Bearbeiten. Und schon sehen Sie, gibt es hier die Möglichkeit Ansicht freigeben. Und im Augenblick ist das so, da steht niemand, ne, außer Ihnen kann niemand die ausgewählte Sammlung sehen. Jetzt möchte ich aber, dass das öffentlich ist im World Wide Web. Dann gehe ich hier rauf, kann da noch ein Datum angeben. Wenn es erst ab morgen gelten soll, kann ich das hier über den Kalender tun. Lasse ich aber jetzt so, gehe einfach auf Speichern. Und schon sehen Sie, ist hier diese Anleitung öffentlich im Internet. Und wenn ich die jetzt irgendwo einsetzen will, dann ist wichtig, hier oben steht ja noch nicht die entsprechende Angabe. Hier kann man dann eine URL verwenden. Das ist also hier das, was hier oben steht. Und das kann ich dann irgendwo einsetzen, beispielsweise in der Lernplattform Moodle oder auf meinem Blog oder in der Webseite oder ich kann es als E-Mail Anhang beifügen und wenn jemand auf den Link klickt, dann sieht er sofort das, was ich hier jetzt auch sehe, weil es ja öffentlich ist. So, ich will jetzt nicht sehr tief auf Mahara eingehen, dafür gibt es schöne Videos. Ich wollte nur zeigen, das ist eine Sache, die ist handelbar. Gehe dann zurück, bin jetzt wieder bei meiner Präsentation und da gehe ich jetzt mal auf ein ganz anderes Portfolio ein, was gar nicht so heißt. Ich habe als YouTube-Partner oder als YouTube-Benutzer, da habe ich die Möglichkeit, einen Kanal anzulegen. Habe ich schon vor langer Zeit getan, so 8 oder 9 Jahre ist das her. Und diesen Kanal, den suche ich jetzt mal auf, um zu zeigen, wie kann ich denn da die Freigaben regeln. Weil das ist ja letztendlich ein Portfolio speziell für Videos, was ich da bediene. Deshalb gehe ich hier einfach mal wieder auf meinen Browser und da habe ich YouTube schon ausgewählt, aber ich gehe jetzt einfach mal auf die Startseite. Das sollte jetzt nicht mit einem
drin anfangen. Bin also jetzt bei YouTube. Angemeldet bin ich schon. Ja, das ist also jetzt hier oben auch so ein Bild von mir. Man sieht das. Das ist also jetzt meine entsprechend zugeschnittene Seite. Da sieht man, was mir empfohlen wird. Monty Python, wahrscheinlich wirklich auch so trocken mit meinem Humor. Oder hier sind noch ganz andere Dinge, die ja meistens auch mit Bildung zu tun haben, wie man das hier unten so sieht. Oder auch mit Humor. So, jetzt geht es aber nicht um das Allgemeine, sondern um meinen Kanal. Weil mein Kanal, das ist ja das, was ich hier festlegen kann, wie wird er von anderen wahrgenommen. Das ist ja mein Portfolio, beziehungsweise das, was ich der Menschheit davon zumuten möchte. Es gibt aber viel mehr, als Sie sehen. Ich selbst habe hier 1282 Aufrufe, die also offiziell gezählt werden. Aber wenn ich jetzt hier auf den Videomanager gehe oder hier auf die Möglichkeiten, die Statistik mir anzuschauen, dann sieht man, da gibt es viel mehr Videos in meinem Portfolio als die die Öffentlichkeit sieht. Die kann man hier auch gleich erkennen. 618 an der Zahl gibt es. Und hier ist so eins nicht gelistet. Das heißt, das Video ist da, wer den Pfad kennt. Das ist also was sehr Komplexes. Der kann das Video auch sehen, aber den Pfad erraten ist praktisch unmöglich, genauso unmöglich wie ein Passwort zu erraten. So, da haben wir hier aber Videos, die sind schon freigegeben. Dieses hier zum Beispiel, man erkennt das hier an dem Globus, der deutet an, das ist öffentlich. Das heißt, das Internet kann das sehen. Bei dem Schloss ist es da, aber keiner weiß, wie man es findet. Wenn man dieses bearbeiten will, sehen Sie, wenn ich darauf gehe, habe ich hier so einen Stift. Dann kann ich hier diesen Beitrag, der in meinem Videoportfolio liegt, den kann ich bearbeiten, um hier zum Beispiel den Titel zu verändern. Da habe ich also jetzt nur ein kleines O hingeschrieben und mache hier noch Leerzeichen rein, damit Sie auch was sehen. Und auch noch ein kleines G. So kann ich also mein Portfolio bearbeiten. Dann gehe ich auf Änderungen speichern. Und so kann man Videos bearbeiten und kann die dann auch, na, will ich mal wieder auf den Videomanager gehen, verändern. Da sehen Sie jetzt, sollte auch was stehen. Hier ist auch das mit dem Leerzeichen jetzt auch zu sehen. Gibt hier eine ganze Menge von Möglichkeiten, will ich jetzt nicht erschöpfend bearbeiten. Ich wollte nur darauf hinweisen, Portfolio ist für uns erstmal was ganz Neues. Es ist eine Sammlung von Material, in diesem Fall meiner Videos oder bei Mahara könnte es alles Mögliche, einschließlich vieler Links sein. Welche Software Sie da nehmen, das ist ziemlich egal. Sie müssen nur damit umgehen können. Mahara ist sicherlich eine der am geeignetsten, vor allen Dingen, wenn man das in der Schule oder in der Universität einsetzt. YouTube ist ja nur geeignet, wenn es um Videos geht. Aber wer jetzt nicht mit neuer Software umgehen lernen möchte, der könnte auch ganz normal, wenn er mit WordPress sich schon auskennt, WordPress nehmen, weil da kann man auch Zugriffsrechte festlegen. Man kann also auch Passworte festlegen und das erspart Ihnen, dass Sie sich mit einer Software wie beispielsweise Mahara auseinandersetzen müssen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was zu YouTube gesehen. Man kann, wie gesagt, da auch festlegen, wie der ganze Kanal aussehen soll. Ja, da hat man hier, wenn man da angemeldet ist, eben eine ganze Menge Möglichkeiten. Empfehle ich Ihnen auf jeden Fall. Und da könnte ich, wenn Sie sich da schlau machen wollen, natürlich auch Kurse anbieten, die auch vielleicht teilweise im Face-to-Face-Unterricht ablaufen sollten. So, schließen wir das jetzt nicht, beziehungsweise gehen wir einfach mal wieder nach PowerPoint. Und da schauen wir uns das nächste an. Ich habe gerade E-Portfolios besprochen. Das sind letztendlich Mappen, elektronische Mappen, wo Dinge, die ich bereitstellen könnte oder schon bereitgestellt habe, vorrätig sind. Eine Stoffsammlung im weitesten Sinne, so wie die Schultasche ja auch eine Stoffsammlung ist. Aber Unterricht findet in Schulen, in Klassenräumen statt. Und diese virtuellen Schulen oder Klassenräume, da sind beispielsweise Lernplattformen wie Moodle, die man natürlich auch in der Schule einsetzen kann.
und damit natürlich ermöglicht, den Unterricht in einer geeigneten Umgebung zu Hause fortzusetzen. So, wollen wir mal anschauen, was ich da jetzt zu sagen habe. Gehe hier hin und wähle hier die Lernplattform aus, die uns gehört, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Da steht hier oben was. Wer weiß was nicht, wenn Sie das eingeben oder das S noch davor schreiben, brauchen Sie aber nicht, werden Sie sowieso hingeleitet an diese Stelle. Da steht dann auch gleich die Möglichkeit, sich da anzumelden. Username C, Passwort C, es würde auch jedes andere Buchstabenpaar gehen. So, das wollen wir mal machen. Da gibt es eine Schaltfläche Login und da ist das schon eingetragen. Und dann ist man angemeldet. Normalerweise verrät man natürlich nicht sein Kennwort, aber hier ist ja gewollt, dass Sie sich hier mit unseren Lernplattformen beschäftigen, um zu sehen, macht diese Partnerschaft großen Sinn. Und da haben wir hier Kurse zum Ausprobieren. Wenn man darauf klickt, dann kommen Sie genauso an die Kurse wie jeder andere. Diese Lernplattform Moodle, da will ich jetzt natürlich keine Einweisung geben im großen Stil, kann man sehr gut machen, wenn man da bei Moodle noch den Namen Hilgenstock angibt. Der Herr Hilgenstock, der ist also einer der Moodle-Evangelisten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen salopp sagt, und der hat da viel Gutes gegeben als Informationen auf entsprechenden Plattformen oder auch Videos. Man kann von ihm auch eine CD erwerben, beziehungsweise über den Versandhandel eine CD erwerben, wo man sich das in 12 Stunden ganz intensiv anschauen kann. Und es werden wohl auch Kurse angeboten, die sicherlich auch ganz interessant sind. So, ich bin jetzt hier nur in der Rolle des Nutzers und da habe ich jetzt die Möglichkeit, hier die Kurse zu besuchen, die wir hier freigegeben haben. Beispielsweise fangen wir hier an mit, irgendwo Career English, genau, Career English. Das ist nämlich ein typisches Beispiel. Da habe ich also hier oben auch schon gleich die CC-Lizenz benannt. Also wenn Sie dieses hier verwenden wollen, mein Branding, das verbirgt sich hier am Anfang. Und wenn Sie diesen Kurs verwenden wollen, dann dürfen Sie das auch hier nicht entfernen. Sie können Ihre Teile ergänzen, also kürzen dürfen Sie nicht, aber wenn Sie da auch was zu beisteuern und tun, das weitergeben, dann geht das. So, ich will jetzt wieder zurückgehen zur Lizenz, habe ich ein bisschen was gesagt. Hier ist in idealerweise die Verlinkung passiert. Das, was hier Basis ist für die Tests oder für die Selbsttests, ob ich diese Vokabeln, also auch schon dieses Vokabular beherrsche, das basiert auf einer PDF-Datei der Ruhr-Universität Bochum. Und die habe ich hier natürlich nicht reinkopiert, weil das müsste ich ja erst erfragen, ob ich das darf. Aber ich habe jetzt einfach mal darauf geklickt. Und dann bin ich hier auf der entsprechenden Webseite, kann man ja auch hier oben erkennen, Career Service. Und da findet man also die Worte, die derjenige kennen sollte, der im Bereich Karriere sich im Englischen umtut. So, ich schließe das hier einfach mal wieder, oh, das wollte ich eigentlich bei meiner Plattform bleiben. So, bin ich aber schnell wieder drin. Der hat sich den Namen normalerweise gemerkt. Ich bin immer noch angemeldet. Nur jetzt bin ich also nicht mehr im Karriereenglisch, sondern da muss ich jetzt noch mal hin, ausprobieren. Und da war hier unten Karriereenglisch. Entweder klicken Sie hier auf diese drei Blätter, unser Firmenlogo. So, und da haben wir dann das, was ich hier eben gesagt habe, steht hier. Jetzt das Wichtigste, und das ist ja auch unser Arbeitsgebiet, das sind Assessments. Kann ich jetzt schon das Vokabular, was ich da eben in dem Skript gesehen habe, da kann ich hier einfach mal auf letzte Vorschau fortsetzen gehen. Da hat sich schon jemand versucht bei diesem Begriff hier, bei der Frage 3. Ja, war auch gar nicht so schlecht. 8 von 10 Vokabeln sind richtig. So, will ich aber noch mal eine zeigen, wie das hier geht, wenn Sie sich dann aufraffen, hier unsere Tests mal durchzugehen. Ach, jetzt habe ich hier gerade den Browser, wo immer die Farben umspringen. Sie sehen, hier kann man einfach via Drag and Drop die entsprechenden Vokabeln zuordnen. Ich mache das jetzt mal zufallsgesteuert.
Und damit Sie sehen, wer hier keine Ahnung hat und schiebt einfach von unten was nach oben, der dürfte dann natürlich nicht bei 100 Punkten landen, weil 10 Vokabeln mit 10 deutschen Begriffen zusammenzubringen, das erfordert schon einiges Nachdenken. So, jetzt habe ich das soweit gemacht und gehe dann auf Prüfen. Und Sie sehen, aha, immerhin, 30% sind richtig, aber wenn man weiß, alles, was unter 50 ist, das ist also durchgefallen. Das hätte also sowieso nicht gereicht. Aber wenn man hier durch Zufall schon mal 30% richtig hat, ist das nicht verkehrt. So, hier unten drunter, da steht dann natürlich noch, wie es richtig gewesen wäre, falls man das also gelöst hätte, weil das hier ist, heißt ja nur, es ist falsch. Aber wenn man wissen will, wie es richtig wäre, der sieht dann, dass der Leiter des Bereichs Verkauf der Sales Manager ist. Und man kann natürlich auch sofort über diesen Link, der hier angegeben ist, wieder auf die Seite der Ruhr-Universität Bochum kommen und kann sich dort diese Vokabelliste nochmal anschauen oder auch ausdrucken. Also Sie sehen, was ich hier mit diesem Beispiel zeigen will. Wenn Sie Lerneinheiten machen, versuchen Sie nicht alles neu zu machen, das Rad neu zu erfinden. Es reicht, es zu verlinken. Und das, was wir hier angeboten haben, das sind nur die Selbsttests. Da steckt natürlich auch viel Arbeit hinter, aber die gab es da nicht. Also habe ich also das, was da bereitgestellt war, um dieses ergänzt. So, das soll also jetzt so ein bisschen den Sinn von Moodle erklären. Sie nehmen Material, was Sie zusammengetragen haben, vielleicht auch nur per Link, und ergänzen das mit eigenen Ideen. In diesem Fall waren das die Selbsttests zum Karriereenglisch. Und wir haben also hier damit erklärt, was ist also hier mit Lernplattformen gemeint, Materialien bereitstellen und auch die Möglichkeiten des Tests zu schaffen oder in diesem Fall des Selbsttests. Gehen wir nochmal zusammenfassend ein, was hier Ziel dieser Lerneinheit, nicht dieser Lerneinheit, dieses Videos ist. Sie sollen, wenn Sie sich hier mit uns mit der Medienkompetenz zusammentun. Das heißt, Sie setzen uns als Partner oder als Auftragnehmer ein, damit wir Ihnen oder Ihren Mitarbeitern diese Medienkompetenz vermitteln, die wir hier eben ansatzweise, die ich hier ansatzweise gezeigt habe. Dann ist dieser erste Teil recht kurz gehalten, weil den kann man sicher mit Büchern oder übers Internet schnell aneignen. Das, wo es drauf ankommt, das ist hier, das ist hier geschildert und das passiert, wenn die Geräte schon eingeschaltet und in die Grundfunktion bedient werden können. Das heißt, wie kann man hier Videos anfertigen? Wie kann man geschickt Materialien suchen? Wie kann man die richtig verknüpfen, dass das auch hinterher keine Probleme gibt, wenn das veröffentlicht wird? Und wie kann man und mit welchen Methoden oder mit welchen Möglichkeiten kann man dieses Material in E-Portfolios oder auf Lernplattformen bereitstellen? Wenn Sie also Interesse haben, sich damit näher zu beschäftigen und vielleicht unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine Mail schreiben und werde dann gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn Sie in der Mail auch Ihre Telefonnummer oder Ihre Möglichkeit, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, angegeben haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.